Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärmende. Heute sind wir bei Tag 6 unserer 100-Tage-Challenge und ja, heute ist der 21.09. im Freitag und ich bin immer noch krank. Und das ist echt. Ich hoffe, es wird langsam besser, aber ja, werden wir sehen. So, oh, es geht auch schon los, das ist sehr, sehr gut. Da muss ich nicht weiter quatschen, sehr schön. Dann gehen wir auch gleich direkt rein ins Spiel. Wir sind immer noch bei versuchen, Makro-Games zu spielen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nebenbei auch noch andere Videos aufnehme. Und ja, ich werde langsam besser. Aber nur langsam. Oh, was ist denn los mit meinem Hals? So, wir spielen gegen Zerg. Bin schon längst runtergemusst. Aber ich fühle mich heute auch irgendwie nicht so fit. Also, es kann sein, dass wir heute auch wieder alle Spiele verlieren. Deswegen, ja, wir werden schauen. Lassen Sie uns überraschen. Ich hoffe, ich huste nicht so sehr rum. Weil. Na. So, ich drehe mich öfters mal weg. Oh! Ah, schon wieder. Jetzt kann das haben, will ich nicht mehr. So, hat er schon einen Pool. Gas hat auf jeden Fall schon genommen, Pool hat er noch nicht. Jetzt hat er einen Pool. So, wir brauchen das Second Gate. Bisschen langsam, allem. Oh. Ich habe den Kern vergessen. Ich glaube, es sieht ganz schön schlecht aus für uns. Gut, es ist ein Spielspiel gerade. Hatte wahrscheinlich schon länger, wenn ich mit Adepten vorgehe. Lohnt sich trotzdem, mache ich trotzdem. Wie gesagt, mein Kybernetik-Kern ist extrem spät. Reinwerfen. Boah. Das hat alles sehr schleppend irgendwie. So, jetzt sparen wir unsere Drohnen. Gucken wir, ob er schon eine dritte hat. Ja, dritte kommt. Und ja, wir müssen Adepten mal vorschauen. Also Linge hat er anscheinend noch nicht auf dem Feld. Ne, wir machen erst die Robo. Ja. Exekutor. Linge hat er wirklich noch nicht. Nö. Die Schlacht wartet. Gebt uns einen Auftrag. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Die oh. Templer rücken vor. Ich bin hier in den Schatten. Oh, ich hab so viel vergessen, ey. Oh, ich glaube, wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Ich darf mich nicht so sehr ablenken lassen von meinem Rumspielerei. So, ein Overlord haben wir auch gekriegt. Gesehen haben wir bei ihm noch gar nichts. Also ich glaube, er ist auch nicht so gut. Ne, das brauchen wir gar nicht. Aber auch nicht will, weiter wild. So. Aber wir sind gerade auch nicht so gut, also. Was soll's. Zwei zu viel.
Brauchen wir noch mal einen Verstärker reinwerfen. Haben zu viel Gas, dann nehmen wir noch einen Sentry mit hinterher. Das Gas. Noch einen Pylon dürfen wir nicht vergessen. Wie gesagt, der hat 3 Bases, also wir müssen auf jeden Fall dann nochmal was machen. Ich glaube, ich habe einfach viel zu viele Stalker-Part gebaut. Okay, man hat Roaches, das ist schon mal gut zu wissen. Na, hätte ich jetzt DTs gespielt, wäre er tot gewesen. Ja, geht aber wirklich nur rein auf Roaches. Ich muss einen Roach all in. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Und den Overlord wird jetzt verlieren. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ach Mann, klappt gerade gar nichts. Ach, klick doch mal den an. Was ist euer Begehr? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Oh, unbedingt die Upgrades. Macht einen Probe Slide. Gerade nur ein paar. Theoretisch könnte man auch gleich killen, wenn wir jetzt drauf wollen. Ganz wichtig, das darf man nicht vergessen. Nochmal Probe Slide? Hm, okay. Upgrades. Ja, macht Upgrades für die Roaches. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend. Und wir brauchen noch mehr Kolosse. Linge Water. Die Upgrades brauchen wir. Und mehr Kolossis und mehr Sonden, mehr Drohnen, mehr allen drum dran. Mehr Gates! Wir brauchen alles mehr. Naja, er will jetzt auf jeden Fall vorbereiten, alles klar. Da ist noch eine Sonde, die nichts macht. Oh, über mehr geht's. Und Gas. Er wird jetzt gleich kommen. Etwas. Und viel mehr geht's. Eigentlich ist das, was er da hat, reicht nicht aus. Aber wir wollen noch nicht angreifen. Weil wir ein bisschen Makro trainieren und daher warten wir einfach, bis die Upgrades durch sind. Ja, ich hab zu wenig Gas. Nehmen wir halt so lange noch eine Echse. Ist aber schön, dass wir den Gegner die ganze Zeit beobachten dürfen. Und das ist nicht viel, was er hat. Hat er schon Upgrades? 2-2 hat er schon. Corruptor. Ich glaube, ich muss jetzt los.
weiß, dass ich komme. Prison warten sollen. Oh je, das war doof. Das war richtig doof von mir. Naja, es ist nur ein Ling. Ich habe viel zu wenig Gates. Und jetzt kommt natürlich der größte Käse. Erklärt euch. Ihr kommt von unten, alles klar. Verlieren wir jetzt. Hat halt einen Haufen Roaches, ne? Shit. Oh, das war schlecht gespielt von mir. Ich habe auch so viel Ohrminz, das gibt's doch nicht. Das wird alles in der Army sein können. Ja, das haben wir verloren. Weil wir auch scheiße attackiert haben und nicht gewartet haben. GG. Oh Mann, das war richtig schlecht von mir. Aber es gibt noch ein zweites Spiel. Das hätten wir nicht verlieren müssen. Auch meine Fighting-Position war richtig mies. Und ja, hätte viel mehr Army haben müssen. Also ich hätte eigentlich die ganzen 1000 paar zerquetschen, hätte ich komplett in der Army haben können. Na gut, haben wir nochmal eine zweite Chance gegen Zerg. Wie gesagt, ich bin auch nicht fett. Komischerweise verliere ich aber auch immer nur in den Tageschallenges. Also, wenn ich normal spiele, irgendwie gewinne ich mehr. Keine Ahnung. Aber wir müssen erst verlieren, um besser zu werden. Schon wieder Fehler gemacht. Gleich den nächsten Fehler im nächsten Spiel. So, diesmal aber nicht beim zweiten. First.
gucken, ob er schon Pull genommen hat. Und zweites Gate. Ja, noch gar kein Pull. Ja, das ist gut. Du bleibst gleich unten. Zwei ins Gas, zwei ins Gas. So, jetzt läuft es aber besser auch. Der Anfang läuft besser. Ich möchte auf jeden Fall nochmal gucken, ob er hier... Jones baut. So, wir nehmen wieder zwei Adepten und ein bisschen zu verlassen. Doch, einen Pilot nicht vergessen. Und nehmen wir mal zwei Stalker dazu. Vier Linge. Eine Drohne, ein paar Drohnen. So. Ach, das ist super schön, dass er zurückläuft. Templer rücken vor. Komm, die kriegen wir. So soll es geschehen. Schade. In den Schatten. Für den Ruf. Ich bin hier in den Schatten. Ja, aber dafür kriegen wir. Oh, das sind viele Linge. Kommen wir mal gleich Adepten dazu. Das waren richtig viele Linge. Bei drei Bases so viele Linge. Das schreit nach einem All-In. Oh ja. Nein, du sollst ihn nicht angreifen. Gucken, ob er noch da ist und nicht irgendwo. Gucken, was er baut. Das ist jetzt noch nichts weiter über die Map. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen. So, unser Sterblicher ist da. Na. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich hätte es gern gesehen. Bestimmt auch Roaches. Ja. Normalerweise müsste ich jetzt die Echse haben, aber irgendwie habe ich zu wenig Wirke gebaut. Oh, Ovi! Gut,
Können wir mal gucken, ob er da noch noch einen hat. Ihr seid auf mich angewiesen. Nicht? Dann nehmen wir da die Echse jetzt. Ich bin die Stimme. Und bauen den nächsten Koloss. Brauchen langsam auch Upgrades. Er baut auf jeden Fall auch Upgrades, hat noch keiner. Wir gehen auch komplett auf Upgrades und dürfen nicht vergessen, unsere Worker zu produzieren. Ist irgendwie zur Zeit, keine Ahnung. Bin ich ein bisschen hinterher mit meinen Workern. Hat aber noch nichts. Und wir haben viel zu viel Gas. Zu wenig Mineralien und zu viel Gas. Da steht was. Auch ein Overlord und noch ein Overlord. Ich raste aus. Und viele Linge. Ich bin hier in den Schatten. Ihr seid auf mich angewiesen. Oh, da kommt ein Trop, ein Angriff. Den müssen wir aber schon zuvor kommen. Oh, oh, oh. Fiese Socke. Ach, jetzt habe ich auch noch den Zeitschleifer aufs Falsche gesetzt. Das ist aber echt viel, also. Shit. Ich habe wieder viel zu viel Mineralien, zu wenig Produktionsgebäude. Immer dieses All-In-Zeug. Oh, die machen aber auch einen Damage, ey. Was soll ich denn da machen gegen, ey? Boah. Tja, da war's das.
Naja, GG. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, dass er doch schon so viel hat. Also, die Lokos sind ganz schön hart. Also, der ziemlich gut. Das hat mich ein bisschen gewundert. Was spielt denn normal so? Auch nur dir? Der wundert mich ein bisschen. Also, ich glaube nicht, dass der einfach nur dir ist. Ist das für ein Gegner gewesen? Auch nur Platin, ja. Also billig ein Cheese. Naja, ich spiele immer noch eins. Dann reicht's mir auch heute. Wie gesagt, ich bin nicht fit. Und ich hatte schon Kolosse. Sind eigentlich ganz gut gegen die Locus. Aber in der Masse, der Hammer. Ja, meine Kolosse kamen nicht mal rein in meine Base. Könnte wahrscheinlich auch das Problem gewesen sein. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht so problematisch gewesen. So, wieder gegen Zerg. Na gut, haben wir dritte Chance nochmal zu besiegen. Also ein Zerg. So, good luck, have fun. So, ich hoffe, wir spielen jetzt mal ein bisschen besser. Na? Ich glaube, meine Wall war auch ziemlich... Naja, gut, ging war echt ganz gut. Nö, hat echt gepasst, die Wall. Ne, ich denke, so schlecht war die Wall gar nicht. Okay. Ich hatte mal meinen Adept noch nicht hier gemacht, also im Spiel davor. Die sind irgendwie so schnell gestorben. Ja gut, ich habe meinen Cybernetic-Score auch vergessen. Schnell genug zu bauen. Das könnte auch ein Problem gewesen sein. So, wollen wir mal gucken, ob er hier jetzt langsam schon Drohnen baut dann. Ja, ein Glück, ey. Na, er baut auf jeden Fall Drohnen, hat ein, zwei Zerklinge. Gucken noch mal rein, ob von unserem Bro. Nimmt auf jeden Fall Speed Upgrade. So. Der baut mir jetzt meine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was wünscht ihr? Hor Salah. Vorwärts. Die Templer rücken vor. Niemand kann uns aufhalten. Unser Denken gleicht sich. Ach Mann. Spiel wieder zu viel. Ein paar Drones haben wir erwischt. Was
aktivieren. Shit. Im Namen der Rache. Den hat er wohl verloren. Wenn ich ein bisschen Angst vor Zerklingen habe. Oh, wenn er den jetzt nicht rausbewegt. Ja, cool. Ihr müsst zusetzen. Ihr habt mich. Bin ich gerade Pylonen gebaut? Ja, habe ich. Sehr schön. Wie ihr befehlt. Oh, viele Linge. Ich wollte echt eine Echse jetzt gerade nehmen. Roaches, ah. Ich bin hier in den Schatten. Da hat er aber ordentlich verloren. So, müssen wir langsam wieder auf Upgrades gehen. Ich denke mal, das war es noch nicht. Da kommt nämlich noch mehr Hydras. Das wird er wohl gleich noch ein Go machen. Hier. Oh, das ist nicht gut. Na, der kommt jetzt. So, wir gucken, wo er ist. Mineralienfeld erschöpft. Okay, kommt noch nicht. So, wir brauchen nur das hier. Und das. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralienfeld. Da kommt er. Hat auf jeden Fall schon Corruptor. Deswegen gehen wir auch gleich auf Arkans.
Shitstorm. Muss ich mit Futter? Ah, ja. So, jetzt bauen wir aber mal ein paar mehr Gates. Es ist nicht so viel. Hat einen Kolossi erwischt, das ist natürlich blöd. Läuft einfach nur vorbei, ich hasse das. Ich finde es doof, dass Motos so langsam sind. So, worum mir geht's? So, jetzt können wir mal selber gucken bei ihm. Schau, wer hat noch nichts Größeres jetzt wieder? Nö, hat er nicht. Doch hat er. Schlechter Fight für mir wieder. Da ist er wieder vorne und ich bin wieder hinten. Ich bin aber auch heute ganz schön schlecht, ey. Ach man, ich vertippe mich auch schon die ganze Zeit. Sehr schön. Ich hätte auch mal Storm erforschen können. Und ich habe irgendwie einen Gasmangel. Gewaltig.
ganz dringend Storm. So, wenn Storm durch ist, können wir nochmal fighten. Ach man, gegen zwei komme ich heute nicht an. Gigi. Ach man, ich spüre heute nicht gut. Tut mir echt leid. Ach, der war aber auch nicht so gut. Eigentlich. Ich weiß nicht, was es ist heute. Wir hätten so Armee hier ein wenig wasten sollen in den Lurkern. Hätten komplett gleich auf Solid Charge gehen sollen und dann oder Storm und dann hätten wir es geschafft, aber naja, egal. Da würde ich sagen, da war's das für heute. Hab schönes Datum gesagt, ja, 21.09. war heute, genau. Tag 6 und ja, wir sind immer noch dabei zum Üben. Ja, 4. Niederlage in Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Mutibier. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.